RBB redet. Das Infotainment-Magazin mit Christian Becker. 6,4 Milliarden Dollar wurden bisher in Europa in die Entwicklung von KI, also künstlicher Intelligenz, investiert. Für das Jahr 2024 wird eine wirtschaftliche Umsatzprognose für die Verwendung der KI auf 555 Milliarden Dollar geschätzt. KI ist überall und daher nicht mehr wegzudenken. Sie erkennt, ordnet zu, optimiert und prognostiziert und sie hat eine Gemeinsamkeit zur menschlichen Intuition, sagt Andreas Moring. Welche Gemeinsamkeiten da sind und ob die KI jetzt noch mehr menschlich wird, das versuchen wir heute zu klären und versuchen herauszufinden, ob KI in Zukunft neben der menschlichen Intuition vielleicht auch die Moral adaptieren kann. Fakten auf den Punkt gebracht. Mit Infos, Gästen und Analysen. Für dich. Das gibt es in dieser Folge. Auch wenn wir in unserem Alltag das vermutlich gar nicht mehr so wirklich bemerken oder registrieren. Wir befinden uns täglich im Umgang mit KI. Sei es bei der Anwendung verschiedener Apps auf dem Smartphone, im Büro am PC, bei der Sprachassistenz, in der Medizin, in der Robotik von Industrieanlagen. Überall kommt die künstliche Intelligenz schon zum Einsatz. Andreas Moring arbeitet als Professor für digitale Wirtschaft, Innovation und KI in Hamburg. Und er sagt, KI und menschliche Intuition haben Schnittmengen, Gemeinsamkeiten. Was ähnlich ist, ist, dass sowohl KI als auch Intuition lernt. Ja? Und das Zweite ist, dass KI und Intuition sehr gut Muster erkennen können. Also Dinge, die immer wieder gleich sind, die auch vergleichbar sind, die zusammenpassen oder die eben halt auch nicht zusammenpassen. Und daraus dann auch entsprechend Prognosen zu erstellen, was in der Zukunft am besten zu machen ist oder was eben halt die beste Entscheidung ist. Aber da hört es auch schon auf, da kommen wir wahrscheinlich gleich drauf, denn was dann wirklich das Beste ist, das kann uns manchmal die Intuition sehr gut sagen und manchmal die KI. Ein Beispiel aus der Praxis, was mit Intuition gemeint ist. Ein Arzt sieht einen Patienten oder eine Patientin, schaut ihn oder sie sich an und weiß intuitiv, was fehlt oder behandelt werden sollte. Ist nur die Frage, schafft das KI auch? Andreas Moring. Ja und nein. Also bei Ärzten, bei dem Beispiel, dann mal da zu bleiben, ist es halt so, dass wir als Menschen mit einem geschulten Blick dann sehr schnell erkennen können, als Mediziner beispielsweise am Gang, am Blick, an der Hautfarbe, wie schnell oder langsam sich jemand bewegt, dass da irgendwas nicht stimmt, höchstwahrscheinlich, und vielleicht auch sozusagen schon so eine Richtung für eine Diagnose zu machen. Das kann KI so nicht, weil KI ja nicht den Menschen sieht, sondern KI kann beispielsweise sehr gut Daten analysieren und Daten rein oder Bilder analysieren, also CTG-Aufnahme oder eine Computertomographie oder ein Röntgenbild. Und das ist eben der Unterschied. Wir erfassen mit unserer menschlichen Intuition auch unsere wirkliche Umgebung und den Menschen oder das Gegenüber. Und die KI kann in Anführungszeichen nur Datenreihen, Informationen und Bilder verarbeiten, aber das eben halt in Massen, so wie wir als Menschen das eben nicht können. Wir sprechen über die menschliche Intuition ja in dieser Folge. Bevor es aber weitergeht, lass uns einen kurzen Moment genau dieses Wort Intuition einmal wissenschaftlich definieren. Was ist menschliche Intuition eigentlich genau? Intuition ist das gesammelte Erfahrungswissen und ein Erkennen, was daraus entsteht. Intuition ist kein Gefühl, auch wenn wir immer vom Bauchgefühl reden. Das Gefühl kommt immer danach. Also wir sehen etwas, wir merken etwas, wir erspüren etwas, wir kriegen etwas mit und vergleichen das blitzschnell und ohne, dass wir das rational merken, mit allen möglichen Informationen und Erinnerungen, die wir so abgespeichert haben im Hirn, aber auch im gesamten Körper. Und bekommen eine sehr schnelle Rückmeldung, sozusagen aus der Tiefe, deswegen ja nicht rational, von unserem Gehirn, wie wir etwas einzuschätzen haben. Ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob wir weitermachen sollten, in welche Richtung wir gehen sollten und so weiter und so fort. Und danach setzt dann immer erst das Gefühl ein. Das heißt, wir haben eine Erkenntnis, die ist erstmal neutral, die wir auch gar nicht kontrollieren können, sondern die in dem Sinne automatisch abläuft. Wir haben eine Erkenntnis und dann wird uns diese Erkenntnis sozusagen bewusst.
Und das löst dann eben ein Gefühl erst aus. Deswegen reden wir zwar immer vom Bauchgefühl. Es sind aber eben keine Gefühle, sondern es ist halt ein wirkliches Wissen und Erkennen, das auf Erleben, Erfahrungen und auch Lernen beruht. Es gibt noch eine andere schöne Definition für Intuition oder zwei sogar. Die eine ist auf Englisch, die andere ist auf Deutsch. Die englische lautet: Intuition is when you know for sure without knowing for certain. Also wir sind sicher, aber wir können nicht 100.000-prozentig ganz sicher sein. Und eine andere gute deutsche Definition ist: Intuition ist das Zulassen von dem, was schon längst entschieden ist. Und das ist ja das, was ich gerade meinte mit dem Erkennen, neutral und dann emotional damit richtig sozusagen umzugehen. Häufig wird Intuition auch mit Instinkt verwechselt. Es gibt aber hier Abgrenzungen voneinander. An mehreren Punkten. Also einmal der Instinkt, der beruht eben nicht auf dem, was wir gelernt haben oder erlebt haben, sondern das ist angeboren. Ja, und das können wir auch quasi nicht rational oder sonst irgendwie willentlich steuern oder damit umgehen, sondern das passiert einfach. Also ganz klassische urtümliche Instinkte: Neugeborenes findet die Brust der Mutter und weiß, was es dann zu tun hat, nämlich zu saugen. Oder ein anderes Beispiel für den Instinkt oder auch um zu unterscheiden, was ist jetzt Instinkt und was ist Intuition. Wir fahren auf der Straße und es kommt uns ein Auto entgegen und wir weichen aus. Das ist ein Instinkt, ja, wenn das in Bruchteilen von Sekunden passiert. Wir denken nicht darüber nach, wir merken auch nicht, sondern es ist unser Überlebenstrieb, der sagt, weg hier, ja, raus hier, aus dem Weg, sonst wirst du umgefahren. Intuition wäre im Unterschied dazu, wir fahren auf der Straße, vor uns, neben uns fährt ein Auto in der gleichen Richtung wie wir. Der blinkt aber noch nicht, aber wir haben schon das Gefühl, gleich zieht er rüber. Weil wir anhand von ganz kleinen Bewegungen im Auto vielleicht auch irgendwie ganz unbewusst gesehen haben, dass der sich irgendwie umdreht oder in den Spiegel guckt und so weiter. Aber wie gesagt, er blickt noch nicht und das Auto fährt auch eigentlich noch geradeaus. Aber wir wissen, okay, der oder die kommt gleich rüber, weil wir die Erfahrung aus dem Straßenverkehr über ganz viele Tage, Wochen, Monate, Jahre haben. Ja, und an dem Beispiel, finde ich, kann man das immer ganz schön deutlich machen. Instinkt, ja, es passiert irgendwas, ich muss mein Leben retten, ich handle einfach ganz schnell. Und Intuition ist, ich ahne schon etwas voraus, was passieren wird, weil ich aus der Erfahrung her weiß, dass es extrem wahrscheinlich ist, dass es passieren wird. Neben Instinkt und Intuition haben wir Menschen noch eine weitere, dritte besondere Eigenschaft, die Moral. Also zu entscheiden, ob etwas richtig ist oder nicht. Und von dieser Eigenschaft hängen viele unserer täglichen Handlungen ab. Wenn wir nun schon Schnittmengen zwischen der menschlichen Intuition und der KI haben, laufen wir dann vielleicht auch auf eine Zeit zu, in der wir die Moral mit der KI vielleicht teilen oder abgeben? Also KI selber kann das nicht übernehmen, weil KI selber keine Moral hat. KI ist, es wird als künstliche Intelligenz bezeichnet, das ist ja aber nicht intelligent. Also eine passendere Übersetzung für KI wäre ein statistisch-mathematisches Verfahren, um Wahrscheinlichkeiten zu optimieren. Ja, mehr ist es nicht. Also da ist keine Moral drin und auch kein Wille oder so etwas. Und wo kein Wille, da auch keine Moral. Wir können KI moralische Regeln geben, ja? Also dass wir sagen, gut, du darfst bestimmte Daten nicht benutzen oder es gibt hier bestimmte rote Linien, ne? Wie beispielsweise Menschen töten, ja? Oder Brand auslösen oder was weiß ich auch immer. Aber das müssen wir der KI sagen, also das kann die von sich aus selber nicht übernehmen. Die andere Frage mit der Moral von uns Menschen, das ist eine typisch menschliche Eigenschaft, die wird auch immer menschlich bleiben. Da muss man aber unterscheiden. Es gibt einmal, sagen wir mal so, die allgemeine gesellschaftliche Moral. Ja, können wir irgendwie aus den 10 Geboten, aus unserem Grundgesetz und so weiter und so fort, ja, was man tun soll, was man nicht tun soll, aus anderen religiösen Vorschriften und so weiter. Und bei der Intuition ist es ganz interessant, da ist auch eine Moral drin, die ist aber immer ganz persönlich und ganz individuell. Also die Intuition beruht immer auf unseren ganz individuellen Erlebnissen. Und das da gibt es dann eben Unterschiede zwischen Menschen. Also das, für was intuitiv für die eine Person richtig und gut sein kann, weil sie damit mit solchen Entscheidungen und mit solchen Handlungen in der Vergangenheit auch emotional gute Erfahrungen gemacht hat, das kann für eine andere Person intuitiv falsch sein.
weil die genau die anderen Erfahrungen für sich ganz persönlich gemacht hat. Insofern ist die intuitive Moral immer eine ganz individuelle und persönliche Moral. Und auch das kann eine KI niemals übernehmen, weil es ja kein Individuum und keine Persönlichkeit ist. Chancen für den Einsatz von KI sieht Andreas Moring aber ganz klar. KI ist das beste Mittel, um mit dem demografischen Wandel klarzukommen. Also wir haben einen massiven Mangel an Fachkräften und Arbeitskräften und damit ist unser Wohlstand, unsere Stabilität, unsere Sozialsysteme, unsere Wettbewerbsfähigkeit massiv in Gefahr. Das heißt, es bleibt uns gar nichts anderes übrig als Arbeit in der nächsten Stufe der KI-industriellen Revolution, als Arbeit von Menschen auf Maschinen und Systeme umzuverteilen, um unseren Wohlstand zu halten und auch um unsere Sicherheit und unseren Sozialstaat zu erhalten. Das ist schon mal ein sehr guter Ausblick. Das zweite ist der Punkt, an dem wir ja gerade stehen, Stichwort generative KI, also ChatGPT und Co. Wir erleben gerade, dass KI von einer Expertentechnologie zu einer allgemeinen Technologie wird. Ja, bisher musste ich irgendwie Python programmieren können oder andere spezielle Sprachen und Modelle und so weiter und so fort beherrschen als Expertin oder als Experte. So, und heute können wir mit Prompts, also mit menschlicher Sprache, der KI sagen, was sie tun soll. Müssen wir natürlich auch ein bisschen üben, bis wir das gut können. Aber es ist keine Expertentechnologie mehr. Und damit ist halt meine Meinung, stehen wir halt von einem riesigen Sprung in den nächsten 2-3 Jahren, dass wir produktiver werden, dass wir unsere Arbeit automatisieren können, auch sehr viel erleichtern können, sehr viel Nerviges, sehr viel Stupides, sehr viel Dröges abgeben können an KI. Der dritte Punkt wäre noch der Zusammenhang, der vielleicht noch gar nicht so vielen bewusst ist, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Also wir haben riesengroße Datenmengen und wir können jetzt mit Hilfe von KI Daten auswerten und daraus Rückschlüsse ziehen, wie wir beispielsweise eine bessere Kreislaufwirtschaft hinkriegen, wie wir weniger CO2 produzieren, wie wir Müll vermeiden können, wie wir es vermeiden können, dass Lebensmittel einfach weggeschmissen und entsorgt werden, was wir heute alles nicht können, weil wir einfach das Wissen und die Datenanalysefähigkeit nicht haben. Und auch da kann KI in ganz vielen Bereichen, also nicht nur ökologisch, sondern auch sozial, für viel mehr Nachhaltigkeit in der Zukunft sorgen. Und das, finde ich, sind schon mal ganz passable Aussichten. Wo Chancen sind, da sind auch Gefahren. Und auch hier sollten wir auf den richtigen Umgang mit der KI achten. Fake und Verarschung. Dass wir einfach von vorne bis hinten, von morgens bis abends Gefahr laufen, mit Dingen konfrontiert zu werden, die es einfach nicht gibt und die halt gefaked sind und wir damit manipuliert und beeinflusst werden. Ne? Es gibt immer noch irgendwie die Möglichkeit, das rauszukriegen oder auch zu erkennen, weil KI ist eben auch nicht perfekt. Aber in ganz vielen Fällen gucken wir ja nur so oberflächlich drauf oder hören das einfach nur mal so oder sehen das irgendwie ein bisschen aus dem Augenwinkel. Ne? Und dann gibt es ja auch sowas wie stille Post. Ne? Der eine erzählt es dem nächsten und dann verbreitet sich das und dann wird es für wahrgenommen, obwohl es halt einfach erstunken und erlogen ist und dann auch mit bösen Absichten. Die zweite Gefahr ist natürlich alles, was mit Waffen und Waffensystemen zu tun hat. Ja, also autonome Drohnen, die irgendwo rumfliegen, bis hin zur Entwicklung von neuen chemischen oder auch biologischen Kampfstoffen. Also wir kennen es quasi aus den positiven Entwicklungen von Corona-Impfstoff, ging auch nur so schnell und so gut durch KI. Ich kann das auch umdrehen. Ja? Dann ist das kein Impfstoff, sondern dann ist das ein Kampfstoff, gegen den es dann eben halt keine Heilung gibt, ja, und der so komplex ist, dass man da erstmal nichts gegen tun kann. Das ist natürlich auch eine riesige Gefahr und Bedrohung. Und die dritte, die ist uns vielleicht noch gar nicht so richtig bewusst und ist auch schleichend, aber das ist vielleicht die größte von allen, gerade weil sie so unbemerkt ist. Es wird nicht passieren, dass eine KI erwacht und wie so ein Terminator, ja, oder ein Riesensystem die Menschheit oder die Welt unterwirft. Kann KI nicht, weil KI keinen Willen hat und auch nie einen Willen haben wird. Aber es ist ja alles so schön bequem. Ja, und wir Menschen sind bequem. Wir wollen alles bequem haben. Wir wollen uns nicht kümmern. Wir wollen am Ende auch nicht unbedingt immer verantwortlich sein. Und das ist eine riesengroße Verlockung. Aus Bequemlichkeit und auch aus Angst vor der Verantwortung immer mehr an Entscheidungen an KI wegzudelegieren, weil es halt so einfach ist, weil es so bequem ist.
und dann irgendwann aufzuwachen, vielleicht oder vielleicht auch nicht, ja. Und das wäre ja noch schlimmer, wenn wir nicht aufwachen, und dann vielleicht irgendwann aufzuwachen und zu merken, so auf Deutsch gesagt, oh Scheiß, ich bestimme ja fast gar nichts mehr selber. Ich mache ja eigentlich nur noch das, was mir die KI-Systeme sagen, aber nicht, wie gesagt, weil die uns jetzt unterwerfen, sondern weil wir aus Bequemlichkeit uns denen unterwerfen. Künstliche Intelligenz und Intuition heißt das Buch von Andreas Moring. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Falls dich das Thema interessiert, kannst du hier gerne weiter nachlesen.